So, den Teig werden wir schön gleichmäßig verteilen. So, ihr könnt so Wiener Würstchen nehmen oder auch hier schon Salami. So. Ja, und das Ganze wird dann eingerollt. Und jetzt kommt das Ganze bei 220 Grad in den Ofen. So, das Brot ist fertig. Und dazu gibt es noch ein paar kleine Würstchen mit Toastbrot. Und das Brot schneiden wir uns jetzt mal an. Ja, sieht es aus. Ja, ich denke mal, das ist ganz gut so. Auch die Teile hier mit dem. Mit der Knackwurst wird uns alles gut schmecken.